Morgen. Alle recht herzlich hier in Gräfenroda im Gaststudio Herbert Reuß begrüßen. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Herbert Reuß, ich bin Glasbläsermeister und hier im Haus bereits in der dritten Generation Glasbläser. Heißt also seit 1918. Aber für Sie persönlich, ich war nicht von Anfang an dabei. Für Sie sitzen saß damals eine ältere Dame. Ich gesagt habe, passen Sie auf, dass er mit der rechten Hand. Da hat die zu mir gesagt, hast du überhaupt noch Haare dran? Das geht ja doch gar nicht an. Wollen, müssen Sie mit beiden Händen in der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung drehen. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie mit der rechten Hand. Los, wir haben gleich sehen. Ein Glas noch rot. Ein Glas noch rot füllen. Dann noch 10 flüssig. Wenn das Glas heiß genug ist, gehe ich raus aus der Flamme. Immer weiter und ihr mein Glas erstarrt, ziehe ich es einfach auseinander. Und wer da ganz lange Arme hat, der kann unheimlich lange Spitzen ziehen. Bei mir ist es ja schon Schluss, gell? Aber ich sage mir immer lieber kurze Arme. Was kommt denn das hier? Eine Kugel. Bitte? Ein Glas. Ein Glas. Dass ich ein Holzschnitzer bin, weiß ich nicht. Hier so eine Schale wird, dass das sieht man doch, oder nicht? Ja. Heute habe ich es auseinandergezogen, jetzt drehe ich einfach weiter und aus meinem Glasrohr entsteht ein kleiner Glasschwamm. Das ist jetzt geschehen. An dieser Stelle ist mein Glasrohr geschlossen. Ich muss nun so lange gleichmäßig weiter drehen, bis das Glas seine ursprüngliche Farbe wieder hat. Aus dem kleinen Stück, was ich nach oben halte, werde ich den Fuß auftreiben. Also, das kleine Stück wird das Unterteil. Und wenn das kleine Stück das Unterteil wird, was wird dann das große Stück? Das Oberteil. Sie waren schon beim Glasbläsen. Auf meiner Arbeitsplatte habe ich ein Glasgranulat. Glasgranulat ist weiter nichts wie kleine Glasstücken und die werde ich jetzt aufwälzen. Aufwälzen ist die einfachste Dekorvariante, die wir kennen. So, schauen Sie jetzt her. Die kleinen Stücken bleiben jetzt willkürlich stehen. Wir haben eingeschmolzen. Eingeschmolzen heißt, dieses Muster geht nie wieder aus dem Glas raus. So, schauen Sie jetzt bitte und Sie sehen, wie diese beiden Stücken in das Frontglas eindringen. Ich werde es noch mal ganz kurz anwälzen. Jetzt wird das Ganze durchgeschmolzen und dann zu einer Kugel aufgeblasen. Und Kugelblasen, das geht so, aufgeblasen. Drehen. Wenn das Glas schön gleichmäßig durchgeschmolzen ist, gehe ich raus aus der Flamme. Und Sie sehen, du bist.
eingeschmolzen, muss ich zwar jetzt bei Ihnen allen entschuldigen, dass ich während des Kuchenblasens nicht weiter erklärt habe. Sehr schön. Oh. Oh. Die einfachste Sache der Welt. Und alle Sachen, die Sie hier in